Auch Tage später kann Sadria Sani es immer noch nicht fassen. Das Haus seiner Familie, stolze 3 Stockwerke hoch, ist nur noch eine verkohlte Ruine. Wo in der Welt gibt's denn sowas? Das ist einfach eine Katastrophe. Sowas passiert vielleicht in Israel, in Gaza, aber hier? Sowas habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen. Mir fehlen die Worte. Was soll ich noch sagen? Die Schießereien begannen mitten in der Nacht. Eine Gruppe von schwer bewaffneten albanischen Terroristen sei in das überwiegend von Albanern bewohnte Viertel eingedrungen. Das behauptet die Regierung. Die Menschen hier aber wissen immer noch nicht, wer da in ihrem Viertel geschossen hat und vor allem warum. Doch am Ende sind 18 Menschen tot, 10 Kämpfer und 8 Polizisten. Stundenlang harren die Bewohner im Kugelhagel aus. Teile des Viertels liegen komplett in Trümmern. Die Menschen sind noch immer geschockt. Die Regierung ist schuld. Die haben nichts unternommen, obwohl sie das doch wussten. Wir wussten gar nichts. Hätte ich das geahnt, wären wir nicht geblieben. Ich und meine Frau. Wissen Sie, was für ein Trauma wir haben? Wir nehmen die ganze Zeit Medikamente. Wissen Sie, welche Angst schon ein Schuss macht? Und die haben die ganze Zeit geschossen. Wie konnten Dutzende von Kämpfern mit schweren Waffen unbemerkt in ein Wohnviertel eindringen? Das fragt sich mittlerweile das ganze Land. Und die Theorien wuchern. Wladimir Pivovarov war lange Chef des militärischen Geheimdienstes. Er wohnt in dem Viertel. Der Geheimdienstprofi hält es für sehr unwahrscheinlich, dass die Behörden nichts wussten. Angeblich soll das ein Terrorangriff gewesen sein. Aber keine Terrorgruppe kann ihr Ziel erreichen ohne Unterstützung der lokalen Bevölkerung. Aber hier in Kumanovo gibt es keine solche Unterstützung. Ich lebe hier in diesem Viertel. Die Beziehungen zwischen den Volksgruppen sind ausgesprochen gut. Wusste die Regierung am Ende sogar schon vorher von dem Angriff? Der Chefredakteur des albanischsprachigen Senders Al-Sat, eine prominente Stimme des Ausgleichs zwischen Mazedoniern und Albanern, ist davon überzeugt. Was in Kumanovo passiert ist, ist etwas, das die meisten Menschen nicht wollten. Was da passiert ist, wollte nur die Gruevski-Regierung, die Öffentlichkeit abzulenken und Panik und Angst zu säen. Keiner hat geglaubt, dass so etwas passieren könnte. So denken auch die allermeisten in Kumanovo. 3 Monate dringen nun schon fast täglich neue Enthüllungen an die Öffentlichkeit über Korruption und Amtsmissbrauch der Regierung Gruevski. Und die ist massiv unter Druck. Die Leute haben es satt. Das war eine große Sache, um die Aufmerksamkeit der Leute abzulenken vom Abhörskandal, von den ganzen Enthüllungen. Meine direkten Nachbarn sind Albaner. Wir leben wunderbar zusammen, wir besuchen einander, wir sind Freunde. Dieses Leben darf nicht zerstört werden. Ich bin Albanerin, er ist Mazedonier und die Leute kaufen bei uns beiden ein. Wir einfachen Leute leben normal zusammen. Das macht 100 Dinar. Doch viele können sich das Gemüse nicht leisten. Mazedonien ist eines der ärmsten Länder Europas. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Eine Schulklasse ist gekommen, um im zerstörten Viertel Blumen niederzulegen. Wer auch immer versucht hat, neuen Hass zu säen zwischen den Volksgruppen, das Kalkül ist nicht aufgegangen. Mazedonier und Albaner sind enger zusammengerückt gegen die Regierung.